Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ja, in der letzten Folge sind wir endlich aus dem Schneedorf, aus unseren Garagenbehausung in die Stadt gefahren, haben eine Garage geclaimt und ja, die ersten beiden Kisten auch schon in eine Wohnung verfrachtet. Das Ziel heute ist natürlich, den Restloot aus dem Auto in die Wohnung zu verfrachten. Dafür habe ich schon in den Kommentaren gelesen, nutze ich dann eine Kiste, damit das Ganze einfacher wird und wir nicht jedes Einzelteil da jetzt hinbringen müssen. Und ja, müssen noch so das ein oder andere Fenster zumachen in der Basis oder in dem Haus, besser gesagt. Ne? Ansonsten Ruhmpunkte sammeln für goldene Schlösser und. Wir haben also noch richtig viel zu tun. Heute habe ich ganz besondere Top-Kommentare des Tages, denn gestern haben wir ja einen Top-Kommentar gehabt. Das ging ja um Videos schneiden und ja, deabonnieren und blablabla. Und in der gestrigen Folge habt ihr alle so heftig liebe Kommentare dagelassen, so dass ihr einfach alle das Top-Kommentar des Tages geworden seid. Man kann es kaum erkennen oder lesen. Ich konnte es leider nicht noch kleiner machen. Aber ihr seid alle das Top-Kommentar des Tages und ich habe mich richtig gefreut über diese ganzen vielen, vielen lieben Kommentare. Die Videos sollen nicht geschnitten werden, die sollen so weitergehen und 90%, sage ich mal, sind einfach zufrieden, so wie ich die Folge mache und das macht mich natürlich auch wieder glücklich und motiviert mich natürlich weiter. Gut, dann haben wir die Top-Kommentare, die 46 Stück, abgearbeitet. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ich habe mich echt mega über jedes einzelne Kommentar gefreut. Und gehe jetzt auf dem Server. Ich weiß nicht, wie spät das ist. Abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Und ja, das wird vielleicht auch etwas spannender, denn wir sind ja jetzt voll in der Stadt. Ne? Bei mir ist gerade 10.12 Uhr morgens. Es sind an die 11, 12 Spieler, glaube ich, online. Und einige tummeln sich natürlich immer in der Stadt rum. Ne? Vom Arbeitsspeicher oder so habe ich bis jetzt noch keine positiven Erfahrungen eigentlich. Ups, da sind wir wieder direkt in der Garage. Ich dachte, wäre zu Hause gewesen. Habe ich jetzt keine positiven Erfahrungen, sage ich mal. Ne? Wir haben jetzt zwar nur 12,5 GB Arbeitsspeicher. Ja, müssen wir mal beobachten. Ich habe das gestern nicht ganz so beobachtet, aber wir waren öfter mal bei 16 GB, wenn mich nicht alles täuscht. So, wie gesagt, die Kiste. Wir haben ja natürlich jetzt keine Kiste mehr drin. Ich würde jetzt gerne eine bauen. Und zwar hier direkt und die Sachen dann da drin verfrachten und dann im Auto zurück. Mit dem Auto nach Hause. Ich habe Angst, dass ich die Garage nicht mehr finde. Aber ich habe mich doch in der Garage ausgelockt. Und ich wollte noch ein Schloss reinmachen. Habe ich gar nicht. Ist das noch drin? Oh Gott. Es ist nicht geknackt worden. Sehr schön. So. Ich sag schon wieder so oft so. Aber macht nix. Ich freue mich auf jeden Fall über eure echt geilen, netten Kommentare. So, die Kiste, die kostet nicht viel. Die kostet 8 Bretter und 2 Metallschrott. Das ist, du hast bereits daran... Bist bereits an der Blaupause dieses Typs umzusetzen. Ja, ist in Ordnung. Da kann ich mit leben. Habe ich denn zweimal Metallschrott in der Tasche? Habe ich nicht mal. Was haben wir denn hier in unserer kleinen Garage? Die habe ich noch gar nicht durchsucht. Und schauen uns doch mal hier um. Ne? Vielleicht finden wir hier ein bisschen was Sinnvolles. Ach, rein im Auto. Rein im Auto. Und den Nein, wir machen Natriumdiät. Sie trinkt nur noch Wasser. So, und ich wollte mal was mit Fackeln austesten. Mit allen verschiedenen Farben. Da hast du mich gestern schon gehört, dass bei mir da Party gemacht wurde. An der Garage. Mit allen Fackeln. Also Kisten passen hier locker. Boah, ist hier noch viel drin, ey. Was mache ich denn mit dem ganzen Kram? Zweimal Metallschrott. Das ist schon mal gut. Da weiß ich, was ich mitmachen soll. Und dann müssen wir uns eine blöde Axt bauen. Oder habe ich vielleicht sogar eine im Auto? Unwahrscheinlich. Denn Äxte sind so mein Kryptonit hier irgendwie, ne? Also mit Äxten habe ich das nicht so. Hallo? Es ist auf jeden Fall eine geile Uhrzeit. Ich habe keine Ahnung, wie spät. Aber ist die Apokalypse, wem interessiert denn die Uhrzeit? Ne? Mal ohne Witz. Nicht zerteilen, suchen... Nein, nein, nein. Bieten mir ja noch ein bisschen Sichtschutz. Handwerk. Das muss ein dickerer Stein sein. Da. Zweimal. Wie mache ich denn aus zwei Steinen eigentlich einen? Ja gut, vielleicht reibt die Steine zusammen. So. Das muss ich ja doch ein Zerteilenbild sind. Da habe ich nichts aus Stoff zum Zerlegen. Ne? Kupferdraht hat schon ein anderer gefunden, aber weiß auch nicht ganz genau, was er damit anstellen soll. Nein, falsch. In kleine Stöcke zerteilen. Und dann machen wir uns schnell ein improvisiertes Seil. Und dann dürfen wir auch die Axt bauen. Die ich jetzt... Ach, guck mal, da war schon längst ready.
Macht aber nichts, wir machen ja auch Ruhmpunkte damit. Wir brauchen jetzt Ruhmpunkte und ich würde gerne noch mal mit dem Flitzebogen. Wo habe ich den eigentlich schon wieder hin verbummelt? Ich habe den Flitzebogen schon wieder verbummelt. Da brauchen wir nur 8 Bretter, das geht ja jetzt schnell. So. Vernichte den Baum! Also wenn jetzt hier irgendwo auf irgendeinem Dach ein Sniper ist, ne, egal wo, dann bist du hier sowas von im Arsch. Ich habe noch in den vielen Kommentaren, in den vielen lieben, tollen Kommentaren gelesen, dass der Loot scheinbar irgendwie auch was sich verändert hat. Wir müssen auch mal in der Halle gucken, da wurde so viel Material gefunden. Wie merke ich mir denn hier diese Garage? Ich bin auch an mehreren Garagen vorbeigefahren. Ich weiß, wie ich sie mir merken kann, grob. Es wird da wieder nur Chaos geben, wenn ich das jetzt hier tue. Ah. Mache hier hin. Ich habe die Axt liegen lassen, aber das ist ja nicht so weit weg. Holen wir erstmal 2 davon. Nein. Carry. Carry das Ding. So, Scum. Ich muss sagen, seit dem Stadtupdate macht's riesig Spaß. Also dieser Patch, der jetzt kam, der war natürlich ein Bonbon, ne? Da freue ich mich auch mega drüber. Aber ich habe seitdem auch wirklich viel, viel Motivation, das Spiel zu zocken. Muss ich einfach mal so sagen. So, hier aber auf offener Garage, jetzt den ganzen Scheiß hier bauen. So, Kaffee getrunken. Mir frischen Kaffee gemacht vorher. Das sind ja alle nötigen Bretter, die wir brauchen, ne? Oh, zapp. Aber ich glaube nicht, dass sie reicht von Entfernung. Doch, reicht. Sehr nice. Auto in die Kiste rein. Na, das auch nö, ne? Jetzt muss ich das immer einmal rauslegen, um in der Kiste zu kloppen. Immer so ein Dürchen. Das verlängert ihr ja alles. In Unmengen, die brauchen wir unbedingt zu Hause. Passt wahrscheinlich nicht alles rein, glaube ich nicht. Aber ich will das Auto leer haben, ne? Also wenn wir mal weggeknallt werden aus dem Auto raus, möchte ich dann halt auch halt nur das Auto verlieren und nicht meinen ganzen Loot. Das wäre natürlich doof. Blöd wär's. Blöd, doof, doof, blöd. Mal gucken, wie viel wir da jetzt reinkriegen. Eine Kiste ist ja nicht so groß wie ein Auto. Bin mal gespannt. Das ist natürlich jetzt eine doofe Sortiererei, die ich unintelligenterweise mit offener Tür mache. Ne? Machen wir das mal taktisch schlauer. Raus. Eine M1 könnten wir gut gebrauchen, ne? Sehe ich gerade. Kein Geräusch. So. Papier. Weg damit. Antibiotikum. Schicke Stiefel. Oh, bis jetzt hört die Kiste irgendwie nicht auf, gefüllt zu werden. Ah, die müssen wir gleich nach oben schleppen. Oh Mann. Da passt aber auch was rein. Und das ist ja nur die Medium-Kiste. Es gibt ja noch die Metallkiste, ist ja noch besser. Auto-Repair-Kit bleibt aber im Auto. Na, die verbrauchen schon ordentlich Platz zur Schuhe. Und die behalte ich in der Tasche. Leerer Rotz. Pistolenmunition, das ist sehr gut. Ich wollte ja die Pistole endlich mal wieder als Backup-Waffe haben. Da ist er nämlich auch. Nein. Zu schnell. Ich versuch's ja jetzt nicht bei einzuschlafen. Oh. Voll. Also dürfte eigentlich nur noch das reinpassen, ne? Mist, was ist das denn hier? Ich will mein typisches Timmy doppelt dreifach. Es müsste so voll sein, wenn der Vierer-Pistole nicht mehr. Hä? Keine Ahnung.
Warum die Pistole da nicht reinpasst? Pistole, passt da rein. Boah. Ah, immer nur so einzelne Slots waren scheinbar frei. Aber keine nebeneinander mehr. Jetzt ist alles voll. Gut, dann haben wir jetzt... Ja, das ist ja auch nicht so schlimm. Das können wir zu Hause, aber einfach auch vor der Haustür will ich ungern umstecken. Zwei Repair Kits? Nicht schlecht. So, und fahren das Ding jetzt nach Hause. Ich würde gerne noch was... Handwerk. Nur für den Fall der Fälle, dass ich wieder ewig lang brauche, die zu suchen. Sie ein bisschen markieren. Am besten mit irgendwas dumm. Damit wir das sehen. Hab ich ja alles von euch gelernt. So, eigentlich brauchst du gar nicht zu sein. Weg mit dir. So, wo bin ich denn jetzt hier? Ich müsste westlich. Also genau in der Richtung, wo wir gucken. Dann müsste ich auch östlich wieder zur Garage kommen. Versuch mir jetzt den Weg zu merken. Verflucht. An der Sporthalle vorbei. Statue. Ich habe mich jetzt schon wieder verfahren. Brücke. Rechts nach der Brücke rechts. Und das müsste hier schon nicht meine Wohnung sein. Oh Gott, das ist jetzt so viel Zickzack. Ich weiß aber, wo ich bin. Wir sind auf jeden Fall zu Hause. Jetzt muss ich ganz schnell was gucken. Ach, mutig sein. Aber warum? Warum gucke ich jetzt hier rein? Weil hier eine schöne Tech drin ist. Und eine Hunter, also Waffen scheinen echt mehr zu spawnen. Metallpfeil. Da liegt er auch. Ist einfach geiler. Hier darf ich nochmal. Oh, alle Kissen. Alle leer. Gibt viel mehr Waffen. Ne Pistole. Für die habe ich, glaube ich, mehr Magazine als für die andere. Nochmal eine Schrot. War wohl ein Schrotgewehrladen. Aber der Loot scheint echt mehr zu sein, ne? Ich dachte, die Admins schrauben da jetzt nicht wirklich dran rum. Und ich habe sogar Munition dafür. Ja, der ist wieder im Gebäude. Die hässlichste Maske, die es im Spiel gibt. Oh, sehr geiler Waffenladen heute. Komm, wir haben jetzt einen Plan hier. Habe ich eigentlich ein Problem? Da oben sind die Buden dicht, seht ihr? Direkt über dem Waffenladen wohnt wer. Geht das wieder rund? Hab's ja schon mal drin. So. Puh. Mit den Reparieren von Base-Elementen soll man hier richtig gut Ruhmpunkte machen, wurde mir geschrieben. Oder wurde halt auch darüber diskutiert. Ah. Ich hasse Möbel packen. Aber wer hasst es nicht? Das Allerschlimmste, die Couch und diese verfluchte Waschmaschine nach oben kriegen. Wenn man oben wohnt und die auch oben braucht. So, wo wollen wir dich denn hinstellen? Passt du auf den Kühlschrank? Das wäre nämlich schön.
Wisst ihr noch die Anfangszeiten von Scum? Da hat man die Sachen einfach in so eine Sachen reingelegt. Das ging auch ganz gut. Ist noch ein Schub Butter. So, was haben wir denn jetzt noch? Wir haben doch ein fettes Fenster offen. Dann haben wir noch das Fenster offen. Und oben, darf man ja auch nicht vergessen, die Dachfenster. Die sind relativ gefährlich. Ich denke mal, irgendwie kommt man hier schon drauf. Ich habe das Gefühl, ich bin voll der Sniper. Und wir haben ja Material bis zum Abwinken, ehrlich gesagt. Das war die erste SEK-Kiste, ne? Ach, die haben meine Sachen sortiert. Also es ging denen scheinbar so auf den Sack, dass meine Sachen sortiert wurden. Oh, vielen Dank. Dann gibt es keine Geschenke? Nein, dann wurde nur für mich sortiert. Sehr sweet. Hatte ich eine echt? Alter. Also komme ich nie klar. Okay, wir haben noch ein Fenster. Was wolltest du noch haben, Fenster? Blei? Oh ja, das hatten wir jetzt in der Tasche, oder was? Ja, hier das Ding. Komm ich gerade, jetzt komme ich mit meinem Inventar gar nicht klar, Leute. Ne? Also nur zur Info. Wie gesagt, das Ganze muss sortiert werden. Danke dafür, dass ihr das sortiert. Nein, Quatsch, das kann ich jetzt keinen antun. Das hier zu sortieren. Das ist ja eine Woche zu Gange. MAEs hatte ich da auch noch drin. That's sweet. Elektrikerwerkzeug, das gibt es in verschiedenen Formen scheinbar. Das hier. Aber ich kann es, glaube ich, doch mit Doppelklick aufnehmen hier raus aus der Kiste, oder? Oder wo landet das jetzt? Zombie schreit draußen rum. Blei. Nein, kein Metallschrott. Wo sollen wir denn jemals Metallschrott herkriegen? Quatsch. Ah, das war noch der Starterrucksack, ne? Geil. Mit das. Blei. Metall hatte ich da auch auf jeden Fall. Witzig, dass mir einer die Kisten sortiert, ne? Mein Ersatz, ja. Tittenhalter. Oh. Einer hat ja nur gefehlt. Warte mal. Habe ich das auch bekommen? Ja. So, ein weiteres Fenster ist geschlossen. Das allerwichtigste Fenster ist aber das hier, ne? Das ist immer noch super, das Einbruchsfenster. Aber das ist doch ganz cool. Dafür wurde ja sortiert. Ihr wisst, dass ich das nicht richtig hinkriege. Oh oh. Tell me, why ich das nicht, closen kann hier. Warum? Boah, dein Glück. Das ist ein Zeichen, dass die Munition alle war. Ich lasse das mal. Damit verrate ich auch meine Position. Aber ich kriege das Fenster nicht zu. Das macht mir jetzt ein bisschen Bammel. Mal Waffe weg. Ich habe auch eine zu viel mit, ne? Nahkampf, Kleidung, Waffen. Oh, das ist aber schwer zu erkennen, oder? Hier sind es alle improvisierte Metalltruhe. AVZ, bauen. Da, Waffen. Hat doch geklappt. So. Das ist SEK. Das hilft der Steffi immer sehr viel. So, vielleicht komme ich ja von hier oben dran. Das wäre natürlich mega fatal, ne, wenn ich das nicht zubekomme. Man kommt ja mit dem. Vielleicht von außen, aber das glaube ich noch weniger. Wie könnte man das sonst zukriegen? Das macht mir jetzt Bammel. Weil damit wäre die Wohnung unnütz. Wenn es nur Holz wäre oder so. Scheiße. Scheißen Dreck. Und hier kommt man nirgends wieder dran, ne? Diese blöde Mine.
Was ist mit dieser hässlichen Maske? Warum liegt diese Maske überall? Von unten komme ich dann niemals dran, weil das so hoch ist. Das ist einfach sauhoch. Und logischerweise... Guck mal, man kann sogar. Von außen. Das ist ja interessant. Da habe ich noch einen Plan. Ich habe ja eine Leiter dabei. In Form eines dicken, fetten Fahrzeugs. Was sehr leise ist. Fehlt ja gerade nicht so viel. Nee. Das ist doch gemein. Wieso kann ich das dazu machen und das nicht? Ich müsste den gewagten Sprung noch machen, aber das wird er ja doch machen, oder? Der geht ja auch in eine Wohnung schon rein. Das ist nicht gut. Das ist alles andere als gut. Hat ja nichts mit den benötigten Ressourcen zu tun, ne? Zeige ich euch auch noch, wie man bei mir einbricht. Super schlau. Ich glaube, man kommt da anders rüber. Kommt ihr hier hoch? Nee. Ich weiß nicht mehr, wie wir hier rübergegangen sind. Irgendwie oben auf den Dachbalken waren wir. Oder nicht? Ach du Kacke. It's the me, Mario. Mausrad. Es war nix. Dann bin ich ein bisschen höher. Oh, dass man nicht auf Sims laufen kann, ist kacke. Ah, ich bin wieder auf dem Dach. Ist aber auch. Okay. Den Steffi kriegst du heute nicht hin. Shit, 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 shit. Das Fenster irritiert und macht mich wütend. Auto steht da gut. Und Fenster machen mich wütend. Wütend macht Fenster. Dann machen wir halt dich erst zu. Bitte geh du wenigstens. Jetzt wollen wir so rumbrummen. Dilidit. Sechs. Ah, jetzt haben sie so schön sortiert. Ich weiß nicht, was ZFV sein soll. Medik und Kost. Sugar? Wasserflasche? Die soll ich mitnehmen? Buddha? Aber Essen wird hier relativ schnell schlecht, ne? Das ist echt ein bisschen doof. Medic. Machen wir das mal ganz schnell, bin ich wieder da. Leeren Rucksack damit rumfliegen, dann tausche ich ihn mal schnell aus. Dann müssen wir nicht den ganzen Loot da hin und her tauschen immer. Dann habe ich halt noch katastrophale Rucksäcke. Zur freien Verfügung. Bitten.
Nahkampf. Schrotgewehr. Na, halbwegs Ordnung machen. Guck mal hier. So halbwegs. Sonst krieg ich wieder ganz viel Schimpfe. Ja. Ich wollte eigentlich noch auf Loot-Tour gehen heute. Der gehört auch zum Nahkampf. Das sind 5 Wogen. Endlich ist es safe. Das macht mich hier alles unglücklich. Das ist ja alles Kraut und Rüben. Das ist nicht Nahkampf. Auch nicht. Oh Gott, ich glaube, ich mache das offscreen mit den Sortieren. Das tut mir leid, das kann ich euch nicht antun, hier eine halbe Stunde nur sortieren. Achso. Ah! Ich wundere, sind immer noch meine Mine. Ach. Einfach reinstopfen. Scheiße, könnte Carlson vom Dach, der fliegt mir ständig in eine Bude rein jetzt hier, ey. Ich habe keine Ahnung, also ich könnte da ein Möbelstück vielleicht, das müssen wir mal experimentieren, im Weg stellen. Da kommt ja kein Spieler durch. Hoffe ich jedenfalls. Was haben wir denn an Möbelstücken? Ein Schild, da kann man einfach durchlatschen, das weiß ich. Also es ging jedenfalls damals. Natürlich wieder völlig falsch rumgescrollt. Tischstuhl, eine Zielscheibe werde ich wahrscheinlich hier nicht bauen dürfen. Versuch was wert. Ein Zelt, eine Bank. Das ist doch alles kacke hier, ey. Eine Tür. Kann man durch Kreuze durchlaufen? Ich meine, man konnte auf Kreuze laufen, aber das ist nicht groß genug. Darfst du auch nicht in eine Bude bauen. Ist ja auch kein wirkliches Möbelstück für eine Wohnung, ne? Ein Stuhl. Der Tisch ist zu groß. Also ich sehe da gerade echt für diesen Fenster, sehe ich schwarz. Das ist nicht gut. Das ist absolut das Schlechteste, was jetzt passieren konnte, dass ein Fenster nicht zu schließen ist. Aber ich könnte... Hä? Hier darfst du allgemein... Ach, bestimmt wegen dieser doofen Treppe darfst du hier nicht bauen, ne? Hä? Das ist doch... Hier ist einfach Bauverbot. Für alles. Ich hasse dich. Da hätte ich nämlich den Fernseher mit draufgestellt und dann wäre das zu. Das ist nicht gut. Da kann man ja eigentlich nur. Oh, ist das blöd. So. Muss er hin? Kiste, geh doch mal weg jetzt. Aber was ist, wenn ich darüber latsch? Ist ja noch nicht scharf. Das ist das Risiko, ne? Da habe ich einen anderen Plan. Handwerk. Ja, was ist mit den Entschärfen? Oh, Kerl. Habt ihr einen Plan? Ich habe jetzt gar keinen Plan mehr. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Richtmine. Oder die hier, ne? Das ist ja schon eine, die tötet.
Dann brauchen wir eine davon, Bretter und das, das, das. Und dann hüpft da einer rein und tritt erstmal drauf. Aber wenn sie zu dritt kommen, können wir auch drauf scheißen, ne? Ach, verflucht. Das ist nicht gut, Leute. Das ist absolut nicht gut. Spielt hier mit dieser Topfbombe rum. Was habe ich im Desktop aufgemacht? Ach, das war WhatsApp auf dem Handy. Auf dem PC. Gut, ihr seht. Also sortieren, sortieren, sortieren. Da oben bin ich mir nicht sicher, wie viel ich hier absichern muss. Also hier ist nichts. Das sind fünf fucking. Nee, vier fucking Fenster. Kacke, nee. Oh nein. Und die kriegst du auch nicht zu, oder was? Ah, jetzt geht's aber hier ab. Da kann ich mir eine neue Bude suchen, Leute. Das wird nichts. Wenn du die nicht zukriegst. Dachfenster. Dann ist dir die Arschkarte. Ich weiß ja nicht, inwiefern man hier aufs Dach kommt. Also Risiko muss sein, ne? Also aufs Dach klettern ist, glaube ich, nie drin, oder? Oh. Reinkommen ist locker. Das ist ja gut geplant von mir, ne? Also muss ich schon mal sagen. Sehr gut geplant gewesen, Tim. Du hast wieder alles richtig gemacht. Scheiße. Jetzt brauchen wir eine leere Tasche haben, ehrlich gesagt. 98. Boah, ist alles voll. Aber ich bin mir sicher, da werden noch einige coole Ideen aus der Community kommen. Ich will eigentlich sortieren, aber nicht jetzt. So, hat hier niemand einen schwarzen Rucksack auf? Was war hier drin überhaupt? Essen. Eine Flasche Wein. Auch süße Erdbeerchen. Muss das denn die letzte Kiste sein, wo ich reingucke? So. Painkillers. Ja, der Topf passt ja zur Nahrung, ne? Schopftintling. Komisch, dass die Sachen noch 100% haben. Jetzt habe ich es irgendwie da rein sortiert. Ja, Steffi ist aber auf Diät gerade. Ich will nämlich looten fahren. Aber das ist alles zu viel Zeugs. Anbauteile für Waffen. Habe ich da bestimmt auch noch mit dem. Ich tue mal das Cooper hier rein. Ja. Für irgendwann muss das ja gut sein. Ich habe gar kein einziges Anbauteil. Pistole nehme ich mit. Das wollte ich auf jeden Fall noch wegbunkern. Das schleppe ich mit. Sorry, also eigentlich, ich will jetzt nicht sortieren. Aber ich brauche ja den Platz jetzt zum Looten gehen. Kleidung. Sehr viel kaputte Kleidung. Wir brauchen mal Nähzeugs, ne? Scheiß drauf, den Mist jetzt hier. So. So. Da können wir jetzt auch eine Runde looten gehen. Ich habe mich wirklich mal Bock, wieder außerhalb zu looten. Obwohl ich ja eigentlich mal. Nee, wir gehen nicht in die Sporthalle. Sporthalle ist jetzt öde. Kackmine, ne? So, Messer. Das soll da beim Stiefel stecken.
Das Ding schleppe ich jetzt auch umsonst mit. Das Auto ist ja sich leer, ne? Aber alles gut. Das bisschen Zeugs da. Oh, das ist aber gutes Zeugs. 97, 92. Brauche ich noch keine Waffe sauber machen? Halt doch jetzt die Klappe da oben, du doofe Miene. Sonst gehen wir erstmal hier raus zur Stadt. Booster weg hier! Aber fährt hier direkt zum übertriebenen Grund. Nee. Jetzt hin hier. M. Ich such, will M drücken. Rechts kommt gleich dieses doofe Ding da. So richtig schöner Loot ist. Und Ruhmpunkte fahren wollte ich eigentlich. Cruisen jetzt. Ich wollte nämlich noch ein kleines... Das ist ja nicht tief, Gott sei Dank. Kleines Experiment machen, um Ruhmpunkte zu farmen. Dafür brauche ich eine Axt. Aber die besorgen wir uns in den Schuppen. Also Werkzeug, Hallen und was nicht, was alles. Also der Arbeitsspeicher ist wieder bei 16,3. Also jetzt, bei mir hat sich nichts verändert. Gesagt, verbessert. Oh, guten Morgen. Ist so dünne. Die geht schnell. Eine Hippie-Hose an. Naja, Position würde ich sagen, haben wir verraten, weil wir mit dem Auto sowieso schon so laut waren. Blau wollte ich auch noch haben. Ja, wir müssen eine Nacht für haben, für den Experiment. Auch oh, Elite-Uhrzeit heute wieder erwischt. Also irgendwie erwarte ich da eine Axt jetzt drin, aber ich wüsste nicht, wieso da eine Axt drin sein sollte. Ich habe keine Motivation, nochmal eine zu bauen. Forscher. Oh. Ab im Auto damit. Einen Vorschlagshammer. So. Direkt in das Autos. Ich hab noch nicht Hu geschrieben, ne? Geht doch so. Bandagen? Ich kriege auch mal Schimpfe, dass ich die nicht mitnehme. Ich brauche die so oft, ne? Und nehme die nie mit. Obwohl, ich nehme sie eigentlich immer mit, ne? Wenn ich jetzt aber schon 3, 4, 5 in der Tasche habe, dann brauche ich sie auch nicht mitnehmen. Das ist ja Blödsinn. Ist ja nicht so, dass man die so ultra selten findet, ne? Jetzt habe ich irgendwie Nägel an Sucht entwickelt. Steffi nagelt halt einfach gerne. So. Hat sie nicht gesagt. Ich muss mir eine Axt bauen. Für mein Experiment muss ich mir eine bauen. Ich werde jetzt keine finden. Volle Ladung Blei. Flair. Ich nix finde eine Axt. Das könnt ihr vergessen. In der letzten Folge haben wir schon ausprobiert, was passiert, wenn man sich trocknet. Das hat auch ganz gut funktioniert. Improvisiertes Seil. Ja, so eine Richtmine, die würde ich jetzt gerne bauen. Eine Granate habe ich, Nägel habe ich.
Zehnmal? Also das habe ich, aber fünfmal wieder Draht. Metallschrott und so eine Kiste. Genau, die wollte ich ja dann als Schutz am Fenster stellen. Das wäre jetzt so noch der Plan. Eine große Stein. Also irgendwann werde ich mir eine Axt für Ewigkeiten einfach im Inventar legen. Was haltet ihr davon, wenn ich mir einfach im Inventar so eine kleine Axt baue? Aber eine schöne Metallaxt. Handwerk. Weil ich wollte einmal ausprobieren, wie das aussieht mit den Reparieren von dem. Oder das Bauen von den Palisaden. Die dürfen wir jetzt tatsächlich hier. Lassen wir mal drin erstmal. Ich habe noch nicht Hu geschrieben, ne? Ich schreibe mal Moin. Oh, Captain Capsock ist wieder unterwegs. Ich denke, dass wir hier nicht bauen dürfen, weil es ja eine Ortschaft ist. A Lumberjack. 14,8 Gigabyte, das läuft ja eigentlich gerade. Aber hier war ja, wir sind ja außerhalb der Stadt. Nur einmal abchecken, Handwerk. Ich glaube, man kann Innenstädte manchmal bauen, manchmal nicht. Das ist noch ein bisschen. Gibt ja mittlerweile auch noch andere. Hier die Buschpalisade. Geht natürlich hier nicht. Okay, habe ich jetzt umsonst hier den Baum ge tot gemacht. Fangen wir mal woanders hin. Bauen wir uns ja wirklich noch so ein schönes Außenlager, wer weiß. Wäre auch eine Option, ne? Wow, es gibt ja richtig Gas. Aber besser so, als wenn sie Vollspeed drauf hat, denn dann haben wir ein Problem. Oh, ich habe schon wieder Durst, sehe ich gerade. Brauche ich mir aber kein Außenlager, das wäre Unsinn, weil wir viel zu nah zu Hause sind. Ist am Baum kaputt, Mann. Okay, die Dinger brauchen wir ja. Die Buschpalisaden, die gehen bestimmt schneller kaputt, ne? Können wir die erstmal ausprobieren? Ist bestimmt teuer in der Herstellung. Mach mal so eine Wand. 10 Stück und 3 Seileinheiten. Aber 10 dicke, ne? Was, wir waren 7 Sticks am liegen? Im Ernst? Respekt. Mein Lebensenergie hat gerade geschwankt. Warum? Was hat sie? Nichts. Bestimmt war die Heilung gerade dann da. Jetzt ist natürlich nur 2 Sticks drin, ne? Aber ich glaube, die nimmt auch kleine. Ja, nimmt auch kleine. Sehr cool. Und du brauchst nicht nur die langen, du kannst alle Sticks nehmen. Das habe ich so optisch nicht gesehen gerade, tatsächlich. Geiziger Busch. Das ist wieder so ein langes Experiment. Aber wo ich looten geht, verflucht. Ich sag nicht, dass er 3 Seile braucht. Das ist zu viel. Oder 0,3. Ah, hier. Destroy. Ja, Repair ist ja nur, wenn sie kaputt ist, ne? Das heißt, ich hack mal drauf rum. Wow.
Jetzt hätte ich eine Granate gebraucht, ne? Ah. Ich habe auf eine Sache rumgehackt. Repair simple wall. Jetzt ist die Frage. Früher haben wir die easy peasy repariert, ne? Da kannst du mit der Axt einbrechen, wenn du geduldig bist. Früher haben wir sie easy repariert mit dem Ding hier. Das darüber bin ich aber befragt. Vielleicht tatsächlich mit Werkzeug? Mit dem hier? Ja. Wow, das gab überhaupt keinen einzigen Ruhmpunkt. Super Wand. Danke, komm, boxen wir ein bisschen. Wollte ich noch ein Experiment machen? Genau das, aber ohne, dass die Fäuste oben sind. Achtet auf die Ruhmpunkte. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Aufstehen. Hinlegen. Hinlegen. Eins, zwei, drei, vier. Okay, ich zähle zu langsam. So tust du deine Tarnungsskillen. Das mache ich bei so 10 Folgen am Stück. Wow. Es gab einfach mal 3 Ruhmpunkte. 2 meine ich natürlich. Komm, 25 holen wir uns jetzt. Damit der Killer auch 2,5 kriegt, der mich gleich erwischt. Oder mich hier erwischt beim Rumhampeln. Ja. Tarnungsskill minimal erhöht. Läuft. Aber reparieren gibt überhaupt gar keine Ruhmpunkte. Wahrscheinlich nicht bei den Wänden, ne? Das kann sein. Bei den anderen Palisadenwänden besser geht. Weil es kostet ja auch Material. Wenn was Material kostet, dann will ich dafür was bekommen. Ne? Das ist es ja auch. Ich muss erstmal ordentlich einen Schluck trinken. Wir trinken den See leer. Wie ich ever wieder hier. Da ist ja was passiert mit den Ruhmpunkten, ne? Oder irgendwas muss man ja hinkriegen hier. Wir müssen südlich uns halten, aber jetzt. Ah! Ich weiß nicht, durch den Wald. Straße, wo man viel besser drauf fahren kann. Wie geht es dir? Ich sollte dich vielleicht folgen. Heute Abend kommt wahrscheinlich eine spannendere Folge, weil ich hier abends, nicht heute Abend, morgen, weil ich heute Abend aufnehmen werde. Ist doch das Seelein. Mal einen Schluck schlürfen, ne? Total ungedeckt und offen hier. Die Wasserflasche habe ich natürlich nicht mitgenommen, weil ich wieder so schlau bin. Dass so ein rotes Auto hinter mir steht. Das erkennst du aus 8000 Kilometer Entfernung.
ist er nicht überfüllt. Aber Wasser geht schnell weg. Wie süß sie trinkt. So süß. Das ist der See mit der Höhle, ne? Wo wir mal gesucht haben, wie bekloppt. So. Etwas Hydration. Wir waren bei... Ich weiß nicht mehr. So schnell konnte ich nicht gucken. Ist das ein anderer See gewesen, als ich, wo ich hin wollte? Nö. Da ist nämlich das Mülllager. Also wenigstens ein bisschen was looten. Ich brauchte erstmal von der Ferne, aber das Auto hat sowieso schon einer gehört. Und jetzt habt ihr hier, seht ihr, Militärzombies, viel mehr. Ich habe Hunger, ich dachte jetzt schreibt einer weiß im Chat. Weil wir sind ja jetzt hier in einem Militärlager und die haben andere Klamotten an. Die sind besser geschützt. Aber da die jetzt alle hier rumrennen, wird wohl kein Spieler hier sein. Seht ihr? Der hält richtig was aus. Ich bin mal so frei. Deshalb bist du ruhig hier. Im Haus ist auch wieder einer. Und der hat dann auch tatsächlich die Weste an. Also er hat richtig eine schusssichere Weste an, der Zombie. Da, die. Die kannst du nehmen und reparieren. Waschen, fertig. Dann hast du eine dicke Weste. Nur weil du den Zombie gekillt hast. Einen Zombie bei sich zu Hause. Das hat man jetzt sehr weit gehört, glaube ich, was ich hier getan habe. Der Timmy, der hängt nicht so doll am Leben, scheinbar. Und die Steffi meine ich natürlich. Oh. Ersatz. Also gefühlt ist der Waffenloot höher, ne? Ersatz Quiver. Ja, ist schon durcheinander, ey. Ersatzquiver. Passt da jetzt rein. Ersatz nix. Okay. Die Türme sind auch immer interessant, ob ich noch so faul. Das ist doch nicht in die Tasche, zieh's doch an. Hab ich schon was, ey? Wenn der zu Hause spawnt, das wird witzig. Falls er da überhaupt wohnt. Jetzt muss ich mal was. Also, ich habe noch einen Plan. Also, bevor ich jetzt die Aufnahme beende, wir müssen ja eh noch nach Hause. Geht mir ja um die 200 Ruhmpünktchen. Ist auch so nah an der gefährlichen Stadt, ey, aber ist ja noch so früh. Was ist denn Bach? Sorry, Zombie. Muss ja ein Spieler sein müssen. War das der Bach? Ja.
geile Ecke auf jeden Fall zum Looten. Aber gefährlich. Da ist einer, aber das ist ziemlich weit. Ich wollte mal auf mich ballern, wenn ihr wisst, was ich meine. Einfach Munitionsverbrauch schießen machen. Aber natürlich aus einer sicheren Distanz. Ach, eine Basis. Oder eine Basis zu bauen. So, Plan, damit ich ein bisschen Schutz vor der Basis da habe. Krach machen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viel vorhatten. 120, kriegst kaum was, ne? Gar nichts krieg ich hier. Wow, 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 wow. Stell ich mich auch noch einmal hin. Das hätte ich nicht erwartet, ohne Witz. Und 124 Wundpunkte. Dass er mich da sieht, hätte ich echt nicht erwartet. Er wird jetzt auch sauer. Oh, die schwankt, ne? Das hat sie früher nicht. Hä, lohnt sich gar nicht. Nur, dass wir uns jetzt mal mega laut verhalten hier. Für das in Welt. Die Sounds von den Waffen sind echt gut, ne? Also, selbst die Hunter hört sich richtig krass an. Ich glaube, mit der Pistole hätte ich ja wahrscheinlich mehr Punkte abfarmen können, aber die Munition habe ich ja gerade schon am Zombie verwurstet. Und es gab gute Punkte. Oh, ich hab's gesehen. Der See auf dem Bild ist. Ist einfach mal ein riesiger See. Auf der Map mal natürlich. Brems. Beste Stimme zum Autofahren. Ich hab das Verlangen, mich zu waschen. Aber nein. Lassen wir das mal lieber. Mit der Hunter farm ich nicht mehr gut Punkte. Also ich glaube, Pistole ist immer noch supi. Aber mit der Hunter und den Sniper Rifles mache ich dann nicht mehr so richtig Points. Straße, wo bist du? Also, guck mal, keinen Bumsglück gehabt. Machen eine Diät. Was essen wir denn jetzt? Scheiße. Eine Natriumdiät machen wir mal schon wieder. Stein.
Schüsse. Ich habe einen Krübel auf dem Monitor, ne? Ich denke die ganze Zeit, das ist ein Spieler, also echt. Vor die steinharte Heulballen, die sind durch die Apokalypse schon so lange am Liegen, dass sie steinhart sind. Eine Stunde, oh Gott. Wenn mich nicht alles täuscht, fährt die Route jetzt direkt zur Stadt, ne? Nee. Brücke, da ist das Haar. Also, Mechs und Rumpunkte sammeln ist nicht mehr so safe. Pistole plus Zombies ist gut, glaube ich, noch. Falsche Straße lang gefahren. Orientierung. Tim. Der Mann mit der Orientierung. Plan? Ich habe Hunger. Aber kein Durst. Haha. Ja, komm mal her, Zombie. Ich habe jetzt nicht so viel Pistolenmunition mehr, glaube ich. Oh. Okay. 15 Schuss. Es gibt doch nur noch einen. Nein, nicht. Muss ich genau da springen? Auch Pistole ist nicht mehr so der absolute Segen, ne? Ja, yeah, wo ist er hin? Da. Das dürfen die nie wegpatchen. Nie. Ich find's einfach nur geil. Physik ist ja völlig überbewertet, ne? So, jetzt kommt meine Orientierung wieder. Findet er die Garage? Oh, ich wollte doch links rum, aber ist egal. Schleichen uns in die Stadt rein. Da sind sie auffällig. Der Kran. Plus meiner Wohnung. Okay, wir sind gefahren. Über die Brücke. Dann wieder rechts. Und dann wieder links irgendwo, ne? Bitte schießt mir jetzt keiner. Ich hab mich schon. Ich hab mich finster nicht. Wo ist denn hier die Sporthalle? Da kann ich mich ein bisschen dran orientieren. Mit der Wohnung habe ich schon weniger Probleme. Die finde ich immer schnell wieder. Hier ist doch die Sporthalle. Ist doch nicht. Das Garagenzeug ist weit weg. Ich weiß jetzt nicht, wie ich sie anders markieren soll. Wir können hier noch ein Bett reinbauen. Und wir können zwei Haas haben. Ah, hier was im Hals. Mahlzeit. Der reine Zufall. Wenn der Timmy noch etwas Orientierung hätte. Also das ist doof, ist, dass man hier einfach so massiv laut ist, wenn man mit dem Auto rumfährt. Da sollte das eigentlich so in einen Schwinger, sollte man die Garage finden. Das müssen wir in Zukunft üben. Das ist sie aber nicht, oder? Nein, das sind andere. Doch! Ich erkenne sie nicht mal, wenn ich sie sehe. Okay, Das ist ja sehr spät, das Schild, ne? Also. Ich muss wieder was anderes hinbauen.
Bauen wir jetzt ein silbernes Schloss zusätzlich hier rein, aus Sicherheitsgründen. Das kann ich mir leisten. Nee, kann ich mir nicht leisten. Kostet 150. Frechheit. Hier was zu fressen dabei? Nix. Irgendwo ein Zombie? Nein. Dann würde ich sagen, an der Stelle danke fürs Zusehen. Bis in der nächsten Folge. Bis dann.